Da schwebt eine Eisenbahnbrücke in schwindelerregender Höhe direkt über einem Haus. Ort der spektakulären Aktion ist Dittersdorf im Erzgebirgskreis. Die sogenannte Stabbrücke überspannt künftig den Zwönitzfluss im Zuge der Bahnstrecke Chemnitz-Aue, die gegenwärtig umfassend saniert wird. Die Brücke an der Bahnhofstraße ist das größte Bauwerk auf der Bahnstrecke und besteht aus zwei Teilen. Der Überbau ist geteilt in zwei Drittel, ein Drittel und insgesamt wiegt der Überbau 180 Tonnen, sprich der im Moment der größere Teil 120 Tonnen. Die Brücke ist 37 Meter lang und 11 Meter breit. Die Stahlkonstruktion wurde in den letzten Monaten aus Einzelteilen gefertigt. Die Dittersdorfer Brücke ist eine von insgesamt 6 Neubaubrücken auf der gesamten Strecke. Der sogenannte Einhub dauert den gesamten Mittwoch an. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen hat sich für das Projekt im Rahmen des Chemnitzer Modells ehrgeizige und eng gesteckte Ziele gestellt. Die Zeitabfolge wird so sein, dass ca. im Juni alle Brücken erneuert sind und die jetzigen Inselbaustellen mit Gleisbau wieder gefüllt werden können, sodass eine Befahrbarkeit für den weiteren Ausbau gewährleistet ist. Kleiner Wermutstropfen. Ein konkreter Termin, wann die Fahrgäste von der Chemnitzer City direkt ohne Umsteigen nach Aue fahren können, konnte wegen der Corona-Einschränkungen noch nicht genannt werden. Aber mit der neuen Bahnbrücke in Dittersdorf ist ein wichtiger Meilenstein für das Projekt gesetzt.